In den Farben des Herbstes gemalt, 1880. Die Frau auf der Bank ist Lydia, die Schwester der Malerin Mary Cassatt. Das melancholische Gesicht als feste, klare Form ins Bild gesetzt. Doch die Farbe der Kleidung scheint sich aufzulösen, als wolle sie zu einem flüchtigen Augenblick zerfließen. So wie man sich impressionistische Malerei vorstellt. Jahre später wird die fast schon erblindete Malerin der Stadt Paris Lydias Porträt schenken. Vielleicht ein Bild der Vorahnung auf den frühen Tod der Schwester. Frauen, immer wieder Frauen, aus Mangel an männlichen Modellen. Denn auch noch in der Epoche des Impressionismus ist es eher unschicklich, dass sich Männer von Frauen malen lassen. Höchstens der Vater, Bruder oder der Ehemann, aber keine fremden Männer. Das gilt auch für Mary Cassatt, die mit ihrer delikaten Malerei jene selbstbewussten Frauen formt, die mit Eleganz und melancholischer Würde ihre Bilder dominieren. Am 22. Mai 1844 wird Mary Stevenson Cassatt als viertes von 7 Kindern in Pittsburgh im Staate Pennsylvania geboren. Ihre Familie wird später zu den wohlhabendsten der USA zählen. Mary ist 16, als sie zum Studieren nach Philadelphia geht. Philadelphia ist die Wiege der amerikanischen Nation. Am 4. Juli 1776 erklärten hier 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone. Und in Philadelphia nähte die Quäkerin Betsy Ross das erste Sternenbanner, das Hoheitszeichen des neuen Staatenbundes. In Philadelphia wurde auch eine der ersten Kunstakademien der USA gegründet, die Pennsylvania Academy of Fine Arts. Hier schrieb sich Mary Cassatt 1860 als Studentin ein. Die innige Beziehung von Mutter und Kind. Dieses Motiv malt Mary Cassatt in all ihren Schaffensperioden. Diese Doppelporträts im bürgerlichen Gewand sind nicht zuletzt auch eine Fortführung der Madonnengemälde mit Jesuskind, der eigentlichen Ikonen des abendländischen Christentums. Solche Bilder haben Mary Cassatt berühmt gemacht. Mit ihren zahlreichen Mutter-Kind-Varianten wurde sie schnell als Spezialistin für Frauenthemen missverstanden und nicht selten auch abqualifiziert. Paris, Hauptstadt des Impressionismus. Bereits 1865 lässt sich Cassatt erstmals hier nieder. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg wird sie endgültig nach Paris übersiedeln. Edgar Degas, dessen Balletttänzerinnen ihn weltberühmt machen, wird ein enger Freund von Mary Cassatt. In einem Pastell von 1879-80 stellt Degas die amerikanische Freundin als anmutige Flaneurin im Louvre dar, in dem Mary, wie alle Impressionisten, alte Meister kopiert. Bald wird gemunkelt, dass Cassatt und Degas mehr verbindet als die Liebe zur Opernwelt, einem der wichtigsten Schauplätze des Impressionismus.
Auch in Cassats Opernbildern dominiert die elegant gekleidete Frau, die sich hier selbstbewusst von dem abstrakt gemalten Hintergrund abhebt. Viele dieser Gemälde sind Spiegelbilder. Denn die Malerin hat ihre Figuren nicht selten vor einen großen Spiegel platziert. In dem wird das vereinigt, was eigentlich nicht zusammen sichtbar sein kann. Einerseits die porträtierte Person und gleichzeitig die Opernbesucher in den gegenüberliegenden Logen. Der Bildbetrachter kann diese nur deswegen sehen, weil Cassatt sie als Spiegelung ins Bild überträgt. Wie übrigens auch die Rückenansicht der Frau. Durch diesen Kunstgriff verwandelt sich die Leinwand zu einem virtuellen Raum, in dem Geschehnisse sichtbar werden, die real an verschiedenen Orten passieren. Um 1901 das Cassatt-Gemälde einer Frau in rotem Mieder mit Kind. Auch hier gibt erst ein Spiegel an der Wand das Gesicht der Mutter preis. Die Bildbotschaft vom Mutter- und Kinderglück, eine oft gemalte Idylle, die die Künstlerin nie selbst erlebt hat. Ehemann und Mutterfreude blieben Mary Cassatt versagt. Die Sehnsucht nach eigenen Kindern, nach der eigenen Mutterschaft, hat Mary Cassatt immer wieder zu solchen Darstellungen gedrängt. Jedenfalls wurde das oft behauptet und ihr auch vorgeworfen. Und es ist nicht zu bestreiten, dass manche dieser Bilder stark erotisch aufgeladen sind. Vielleicht hat Mary Cassatt tatsächlich nicht eingelöste Sehnsüchte und unerfüllte Leidenschaften in ihre Bilder hineingemalt. Mary Cassatt ist eine der ganz Großen der Porträtkunst. Sie malt Menschen wie im Schmerz versteinert. Und der Vater aller Impressionisten, Camille Pissarro, schrieb: Ich sehe sie ganz als Künstlerin. Das Bild der Mutter von 1889. Eine Hand, die ein Taschentuch umklammert, als könnte es Halt bieten. Ein Gesicht, dessen einstige Energie dem Schmerz und der Melancholie gewichen ist. Und Blumen aus sich auflösenden Farben, als wären sie auf die Leinwand gepeitscht, unschwer als Vanitas, als Vergänglichkeitssymbole zu deuten. Mary Cassatts Bild ist eine Hommage an die Mutter, die soeben eine schwere Krankheit überwunden hat. Sie trauert auch um ihren Schwiegersohn und ihre Tochter Lydia, die von ihrer Schwester Mary so oft gemalt wurde. Die Amerikanerin Mary Cassatt ist nicht nur eine bedeutende Malerin des Impressionismus gewesen, deren Werke in ihrer Heimat ebenso populär sind wie jene von Édouard Manet, Edgar Degas, Berthe Morisot oder Claude Monet. Vom Kauf solcher Bilder überzeugte Cassatt auch die Sammlerfamilie Havemeyer, mit der sie eng befreundet war. Die Bilder der Havemeyers sind heute im Metropolitan Museum in New York zu sehen. Und so wurde die Amerikanerin in Paris zur wichtigsten Vermittlerin der impressionistischen Kunst in Amerika, die viel zum Weltruhm des Metropolitan Museums beigetragen hat. Die Dame in Weiß. In einem Kleid wie für eine rauschende Ballnacht geschaffen.
kein genaues Datum, vermutlich um 1880 gemalt. Öl auf Leinwand, knapp über 1,80 Meter hoch, exakt 1,05 Meter breit. Mitten in freier Natur die Dame im weißen Ballkleid. Ein ermattetes Gesicht, skeptisch auf den Betrachter schauend. Auch sie ist eine Schwester, die jüngere Schwester Louise der Malerin Marie Bragmont. 1840 geboren, ein großes Talent. Marie Bragmont, ein Selbstbildnis, in dem der Einfluss des großen Frauenmalers Ingres nachklingt, der Maries Talent erkannt hatte. Im Louvre, wo Marie die alten Meister kopierte, machte ihr einer, der zu den Impressionisten gehörte, gehörig den Hof. Félix Bragmont, der als Graveur noch heute einen guten Ruf genießt. Bragmont, diesen Namen würde sie annehmen. Warum hätte sie Félix abweisen sollen? Als sie heirateten, war Marie bereits um die 30 und alles schien wie Glück. Aber weshalb der strenge Blick in diesem Selbstporträt? Vermutlich nicht sehr lange nach der Hochzeit gemalt. Die drei Grazien der Marie Bragmont. Eine Malerei wie Fieber, wie ein Flimmern vor den Augen. Diese drei Frauen bewegen sich, atmen, leben im Licht, jubiliert der bekannte Kritiker Gustave Gouffroy. Ihre Anwesenheit ist wahrhaft real. Und sie waren gleichwohl eine traumartig leichte Erscheinung. Und ihre reizenden Gesichter fügen diesem Meisterwerk das köstliche Flimmern hinzu, das das Leben eines Tages begleitet. Komplizierte Verhältnisse im Haus Bragmont. Gemildert durch Pierre, den Sohn, der später auch Maler wird. Was wie eine glückliche Familie scheint, zu der auch Maries Schwester Louise gehört, entwickelt sich zu einem Pulverfass. Marie malt 1886 ihren Ehemann Félix als stattliches Mannsbild, das bezaubern kann. Bragmont wusste, was Kunst war, nämlich die klare Linie, der die Form schaffende Strich, der unerschöpfliche Gegensatz von hell und dunkel. Was soll ihm, Félix Bragmont, dem Zeichner und Graveur, die Farbe, diese Illusion? Für Marie Bragmont waren die Farbe und das Malen in der Natur, das Plein Air, zur Passion geworden. Sie wollte der stickigen Atmosphäre des Ateliers entkommen. So wie es Claude Monet getan hatte, der durch seine Seerosenbilder zum bekanntesten Freilichtmaler wurde. Auf dem Höhepunkt ihrer impressionistischen Kunst malt Marie Bragmont die Terrasse ihres Hauses in Sèvres, nahe bei Paris, im Jahr 1880. Ein unbekannter Mann zwischen zwei Frauen. Für beide soll Maries Schwester Louise Modell gesessen haben. Das zumindest klingt wahrscheinlicher als die erst 1962 aufgestellte These, der Mann in der Bildmitte sei der Maler Fantin Latour. Und vielleicht ist die verschleierte Frau ja auch die Künstlerin selbst, die im Haus in Sèvres kein eigenes Atelier gehabt haben soll und in dem ihres Mannes nicht malen durfte. Auch ging damals das Gerücht, Félix Bragmont habe seine Frau aus Eifersucht bewusst außerhalb von Paris isoliert.
Was wir von Marie wissen, das wissen wir von ihrem Sohn Pierre, der stets auf Seiten der Mutter gegen den Vater stand. Das tat auch seine Tante Louise, über die Pierre notierte, sie hegte unbedingte Hingabe zu Marie. Sie verfocht die Revolte und bot Felix, für den sie wenig Sympathie übrig hatte, sehr hartnäckig die Stirn. In Wahrheit habe Louise ihren Schwager geliebt, wird in einer neueren Novelle angedeutet. Aber vielleicht bezichtigte sie Felix auch, er amüsiere sich in den Cafés an der Place de Clichy mit seinen Malerfreunden, während er in Sèvres ein idyllisches Familienleben vortäuschte. Zwei an einem gedeckten Tisch, zu viele Teller. Vielleicht haben sich die Gäste verspätet. Gemalt in den Farben des Impressionismus, die Felix Bragmont seiner Marie nicht verzeihen kann. Ein letztes und wunderbares Bekenntnis zu dem den Raum durchflutenden Licht. Das impressionistische Manifest der Marie Bragmont, 1887 formuliert. Wer auch immer in diesem Gemälde dargestellt wurde, es ist das Sinnbild der bis zum Rand des Abgrunds erschütterten Ehe der Bragmonts. Das misstrauische Lauern des Mannes, der das Denken der Frau zu ergründen sucht. Der sehnsüchtige Blick der Frau in die Ferne, auf der Suche nach vergangenem Glück. Noch einmal verteidigt Marie die impressionistische Malerei von Farbe und Licht und kreuzt mit Felix die Klinge und kapituliert. Denn mit dem Bild unter der Lampe zieht sich Marie als Malerin, die immerhin an drei impressionistischen Ausstellungen teilgenommen hatte, aus der Öffentlichkeit zurück. So hoffte Marie Bragmont, ihr launisches Eheglück zu retten. Zermürbt von den Angriffen ihres Mannes, der letztlich das Talent seiner Frau nicht ertragen konnte, das größer war als sein eigenes. Ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof Montmartre zu Paris kennt kaum jemand, obwohl sie hier im Mai 1883 unter großer Anteilnahme aller Persönlichkeiten der Pariser Kunstwelt beigesetzt wurde, im nun vernachlässigten Grab ihres Vaters Emmanuel, dem vergessenen Schriftsteller. Irgendwo der schwer lesbare Name. Eva González. Eva González' bedeutendstes Werk ist dieses Paar in der Loge, ein Programmbild des Impressionismus. Eine schöne jugendliche Frau, die sich in eine unbestimmte Ferne fortträumt, während ihr Begleiter sehr zielgerichtet schaut. So als suche er jemanden im Théâtre des Italiens, dessen Logenbesucher Eva González 1874 malt. Theater und Oper sind zentrale Themen des Impressionismus, Schutzräume, in denen sich die bürgerliche Frau auch ohne männliche Begleitung zeigt, in selbstbewusster Eleganz. Mary Cassatt hat sich dem Thema Frau als selbstständige Persönlichkeit ebenso gewidmet wie Berthe Morisot, die Grande Dame des Impressionismus. Dass das Theaterbild der Eva González von ihrem Lehrer Édouard Manet inspiriert wurde, ist gewiss keine Schande. Doch auch der große Frauenmaler hätte solch tiefe Einblicke nicht erotischer gewähren können, als es seine begabte Schülerin 1874 tat. Drei Jahre vor seinem Tod schreibt Manet an González: Die Zeitungen sind jeden Tag voll des Lobes über sie. Erlauben Sie mir, dass auch ich mich darüber freue. Denn manchmal haben Sie bei mir Rat eingeholt. So wird die Malerin sich auch bei dem Logenbild Rat von ihrem Lehrer eingeholt haben. Und es ist vermutlich eine selbstbewusste Geste der Verehrung, dass das Blumenbouquet im Bild von González
jenem sehr ähnlich ist, das Manet 1863 in sein Skandalbild Olympia hineingemalt hat. Blumen der Anzüglichkeit, bei González nicht weniger als bei Manet. Eva González, hier ein frühes Selbstbildnis. Nur sie und nicht die berühmtere Berthe Morisot hat Édouard Manet als Malerin porträtiert. Vielleicht wollte er die Morisot eifersüchtig machen. Auf jeden Fall ist Eva González an der Staffelei gewiss auch ein Dokument der Wertschätzung Manets für das Werk seiner einzigen Schülerin. Wie ihr Lehrer Manet beteiligt sich Eva González nicht an den Ausstellungen der Impressionisten. Viele ihrer Bilder werden im einflussreichen Salon gezeigt. Indessen zweifelt sie trotz aller Erfolge an ihrem Talent und denkt darüber nach, sich nicht mehr mit der Malerei zu befassen. Zu viele trübe Gedanken, obwohl die Kritik ihrer Fähigkeiten in mancherlei Hinsicht, wie es heißt, über die ihres Meisters Manet stellt. Diese Meinung hat sich nicht durchgesetzt. Vermutlich ungewollt misst sich die Schülerin immer wieder an ihrem Lehrer, wie hier, Frau und Kind von González, um 1878 gemalt. Und Manets Bahnhof Saint-Lazare aus dem Jahr 1873. Ein expressives Rot vor schrägen grünen Strichen. Ein Bild, in dem Eva González bewusst nach neuen Ausdrucksformen strebt. Ein Schirm in einem Garten, der nur noch Farbabstraktion ist. Die junge Frau ist Jeanne, Evas Schwester. González heiratet 1879 den Maler und Graveur Henri Gérard. Er ist der Mann, den Eva 5 Jahre zuvor in der Loge des Théâtre des Italiens in eindrucksvoller Pose dargestellt hat. Doch die Frau an seiner Seite ist nicht Eva, auch sie ist Jeanne, die oft porträtierte jüngere Schwester. Warum nicht Eva González, was nahegelegen hätte, die Frau in der Loge ist, sondern ihre Schwester? Darauf kann vielleicht das Blumenbouquet eine Antwort geben, das trotz seiner Pracht verblühen wird. Ein Sinnbild des Vergänglichen, ein Vanitas-Symbol, wie auch jene schönen Pfingstrosen, die Eva González ein paar Jahre zuvor gemalt hatte. Schon etwas welk, die Pfingstrosen. Dazu den Maikäfer, der nur ein paar Wochen im Frühling zu leben hat. Überall Vanitas-Zeichen. Man darf vermuten, dass Eva González in ihrem Gemälde von der Loge im Théâtre des Italiens ihr frühes Sterben mit nur 36 Jahren vorausahnt. Auch das ein Vanitas-Bild. Ein Tod im Kindsbett am 6. Mai 1883, der geradezu zwangsläufig zur Ehe zwischen ihrem Mann und ihrer jüngeren Schwester Jeanne führt, die Eva González um mehr als 40 Jahre überleben wird.
Nächste Woche treffen wir noch mehr Künstlerinnen des Impressionismus. Und gleich ist eine lebensfrohe Diva zu Gast bei Kultur à la carte. Kathleen Ferrier.